Hallo. Ja, ich war schon mal hier, das ist sehr schön. Und zwar war das ein Food Slam und da habe ich eine Story geschrieben über meine WG und eine Taube, die bei uns lebt, die heißt Taubias. Und die sind aus meinen Geschichten einfach nicht verschwunden. Ich bin von hier weggefahren und konnte nichts anderes mehr als Geschichten über die WG schreiben. Und deswegen kommt jetzt auch wieder eine. Was man vielleicht noch wissen muss, Nils ist mein einer Mitbewohner, das ist so ein Ästhet, ein Feingeist. Müller ist der andere, der ist keiner. Und ich glaube, der Rest ergibt sich aus dem Text. Der Text heißt Nü Magie. Wir brauchen einen coolen Namen, sagt Müller. Wir sitzen zu dritt im Wohnzimmer, tun das, was wir am besten können. Nix. Und Fernsehen. Ich bin mit Jan König sehr zufrieden, meine ich. Ja, ich meine auch mehr so ein Branding, ein Namen für die Gruppe, sowas wie ABBA. Das wäre bei uns Jemen. Wenn wir noch zwei Mitbewohner namens Eduard und Erika hätten, könnten wir Jemen machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das unser Branding sein sollte. Oder wir nehmen einfach noch den zweiten Buchstaben unseres Namens mit. Ja, Mü und Ni, sagt Nils. Seit er arbeitslos ist, ist ihm alles recht, was Zeit verschwendet. Oder Nü Magie, das ist es. Aufgeregt verlässt er das Zimmer. Müller überlegt weiter. Die wilden Kerle, wie wär's denn damit? Ja, oder die drei Fragezeichen, sage ich. Er schaut mich irritiert an. Ich fühle mich hier nicht ernst genommen. Zu Recht. Wieso brauchen wir ein Branding? Ich brauche das für meinen Briefkopf. Ich lache auf. In meiner Welt brauchst du so dringend einen Briefkopf wie ein Fahrradkurier einen Ölwechsel. Ja, lach du nur. Ich schreibe jetzt Briefe, wie früher. Du meinst mit ganz viel Rechtschreibfehlern? Nein, nicht wie ich früher, wie die Leute damals. Ach so, mit Tinte und Pergament, mit Wachs und Siegel verschlossen. Du verarschst mich. Ja, wieso schreibst du Briefe, Müller? Weil es schön ist. Stimmt, ich habe dich immer als einen ausgesprochenen Ästheten wahrgenommen. Dein zaghaftes Rülpsen, der hauchzarte Genuss von massenhaft Dosenbier und... Okay, unterbricht er mich, weil es schön ist und Lisa es romantisch findet. Na also, das ist doch mal ein Grund. Deine Freundin hat es dir befohlen. Mir befiehlt keiner was, aber ich finde dieses Briefding echt ganz geil. Ich habe sogar Taubias einen Brief ans Bein gebunden und ihn freigelassen. Bin gespannt, wem er ihn bringt. Da hättest du auch gleich eine Flaschenpost in den Altglascontainer werfen können, meine ich. Er, wieso? Ich, erstens ist Taubias keine Brieftaube und zweitens sind Brieftauben keine Briefträger. Er, und wie funktionieren Brieftauben dann? Ich, die haben einen Heimatschlag, da wachsen die auf. Dann tauscht man sie untereinander aus, bindet man jetzt der fremden Taube eine Nachricht ans Bein, fliegt sie über hunderte von Kilometern wieder heim. Echt beeindruckend. Müller denkt nach. Da kann ich doch statt der Taube direkt die Nachricht austauschen, das geht viel schneller. Müller, wenn es dir um Schnelligkeit geht, dann ist der Briefverkehr sicher nicht das Richtige. Müller lacht, weil ich Verkehr gesagt habe. Wozu ist Briefe schreiben denn dann gut, fragt er. Naja, man nimmt sich Zeit für jemanden, man denkt nach, was man schreiben kann, steckt Bilder in den Umschlag, schickt eine persönliche Nachricht. Also wie WhatsApp. Ja, nur dass man jedem einen Brief schreiben kann, auch wenn er kein WhatsApp hat. Also WhatsApp für alte Leute. Eben langsam. Müller, das ist, hat doch auch was Haptisches, so einen Brief in der Hand zu halten, Papier, das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl. Langsames WhatsApp für alte Leute und schlecht für die Bäume. Ich denke nach. Ich sag dir was Schönes an Briefen. Sie sind wohl überlegt. Sie brauchen Zeit. Müller verdreht die Augen. Jetzt kommst du mir wieder mit der Entschleunigung. Jawohl, sage ich, Entschleunigung. Ich finde es ja auch ganz cool, dass man sich spontan verabreden kann und in Echtzeit Nachrichten hin und her schicken. Aber ich weigere mich, 24 Stunden am Tag immer und überall erreichbar zu sein. Dieses beschissene blaue Häkchen hinter den WhatsApp-Nachrichten bestimmt nicht mein Leben. Müller tippt auf seinem Handy rum. Ich komme aus einer Generation, der nicht alles hoppladihopp ging. Wir konnten noch warten. Weißt du, wie lange heutzutage die Aufmerksamkeitsspanne eines Radiohörers ist? Müller reagiert nicht. 90 Sekunden. Weißt du, wie lange meine Aufmerksamkeitsspanne ist? Ein Jahr. Er hört mir nicht aufmerksam zu. Ich bin völlig in Rage. Wenn ich früher mit jemandem verabredet war und er kam nicht, dann habe ich gewartet. Wenn ich zu jemandem gegangen bin, dann habe ich geklingelt und nicht geschrieben, ich bin da. Ich habe mein Wissen größtenteils aus Büchern, nicht aus dem Internet, ohne Werbung. Wenn man eine Fernsehsendung verpasst hatte, hatte man die verpasst. Das war nicht schlimm, das hat man überlebt. Die Online-Welt und die Offline-Welt haben sich unterschieden und das war gut. Die Dinge hatten noch einen Wert, weil sie nicht dauernd abrufbar waren. Ich habe Geduld gelernt und wenn du jetzt nicht sofort dein Handy weglegst, dann fliegt es aus dem Fenster. Müller schaut mich erschrocken an. Hast du mir überhaupt gerade zugehört? Ja, irgendwas mit WhatsApp und du bist alt. Lisa hat mir gerade getextet, wir treffen uns gleich. Müller geht. Nils kommt wieder. Schau mal, ich habe uns ein Logo entworfen, sagt und hält mir ein Blatt unter die Nase. Er hat eindeutig zu viel Zeit. Es ist eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln, darunter steht in geschwungenem Schriftzug Nü Magie. Echt ganz schön.
Mit diesem Logo keine Briefe zu schreiben, wäre echt ein Frevel, meine ich. Ja, sagt Nils. Lass uns online nach Brieffreunden gucken. Dankeschön.